So, jetzt kommt aber die nächste Frage. Wo waren wir mit Moreton Manor? Alles klar. So, wir schauen Moreton Manor weiter. Halbe Stunde, Stunde kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Tür ist verschlossen. Sapperlot. Das habe ich doch schon mal erlebt. Befinden sich in Nähe dieser Tür etwa Bilderrahmen? Okay. Da ist nichts in der Nähe, womit ihr die zwangsläufig öffnen könnt. Aber ihr kannst du probieren. Vor welcher Tür stehen sie jetzt? Ach, vor der Außentür. Sie haben gerade die Leiche gefunden, ne? Sind da noch so... Das ist er weg. Kannst du ruhig weggehen mit deinem Weg da. Betsy sagt, ich mache morgen das erste Mal alleine Urlaub und fahre aus dem Süden von Deutschland komplett in den Norden. Hab mir eine Fahrt komplett Moreton Manor auf Spotify in die Playlist gezogen. Während der Fahrt Unterhaltung. Da wünsche ich dir viel Spaß. Fahr vorsichtig. Fahren Sie vorsichtig. Auf dem Dachboden, stimmt. Wir sind gerade in der Szene. Vielleicht passt der Schlüssel. Es ist ein altes Haus. Manchmal haben sie nur einen Schlüssel für viele Türen. Ich probiere den Schlüssel. Funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Habe ich das so geplant oder fand ich nur die Idee so schön, dass er das versucht hat? Hey, auch nicht. Klack. Ja, die Tür öffnet sich. Und bevor wir sehen, was hinter der Tür ist, machen wir eine kleine technische Werbepause. Oh, Hätte ich mal gewusst, dass da eine Pause kommt, du. Dann ne, hätten wir so weit geguckt. Technisch? So. Das war nicht geplant, sagst du. Und was wäre, wenn... Ah, I see. Oh je. Ich habe mal ungefähr so eine Woche in meinem Leben gedacht, vielleicht bin ich ein Brillenträger-Typ. Offensichtlich nein. Die Tür öffnet sich also und ihr steht vor der Treppe, die nach oben führt. Offensichtlich zum Dachboden lassen die Lichtverhältnisse schließen. Das blaue Licht ist scheinbar allerdings verschwunden, das ihr beide eben noch gesehen habt. Ich schwöre Ihnen, Monsieur Wilson, fragen Sie den Lord, er war eben noch da. Es muss auf den Dachboden gegangen sein. Wollen Sie mit Ihrem Kronenleuchter vielleicht kurz vorangehen? Jawohl, Lord. Kronenleuchter ist doch ein schönes Ding. Ich weiß nicht, ob er es mit Absicht gemacht hat, weil er das nicht seine Sprache ist, aber ein Kronenleuchter. Und ich gehe voran. Okay. Du gehst die Treppe hoch und kommst auf den Dachboden. Eine Sekunde. Welches ist dein Lieblingsuniversum der bisherigen Pen-and-Paper-Runde? Ich antworte immer, glaube ich, das Gleiche. Ich schreibe eigentlich immer gerne in dem Universum, in dem wir gerade schreiben. Und immer dann, wenn ein Universum gerade nicht so interessant ist, schreibe ich lieber in einem anderen. Ist so ein bisschen wie, was ist dein Lieblingskind? Natürlich hat man eins, aber das sagt man nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Ihr kommt auf einen Dachboden und da stehen so ein paar Kisten. Ihr seht auf der Karte, das ist scheinbar das Einzige, was an diesem Gebäude so hoch ist, wirklich. Seid sozusagen im Turm des Gebäudes. Da stehen so ein paar Kisten rum. Ansonsten ist nicht viel zu sehen. Ein großes, rundes Fenster spückt den Raum. Es liegt Staub auf dem Boden. Erkenne ich Spuren auf dem Boden? Nein. Okay. Hier oben ist nichts, liebe Lords. Naja, manchmal ist es ja so, dass dem ersten oberflächlichen Blick einige Dinge verwehrt bleiben. Ich würde vorschlagen, wir durchsuchen diesen Raum aufs Gründlichste. Okay. Gut, dann. Bei der Durchsuchung des Raumes findet ihr einen Zeitungsartikel. In diesem Artikel steht Folgendes. Daniel Moreton bleibt verschwunden. Auf dem Anwesen der Familie Moreton hat man am heutigen Tage die Suche nach dem Sohn der Familie einstellen müssen.
Nach über 2 Monaten ohne Spur des Sprosses gebe man die Hoffnung zwar nicht zur Gänze auf, jedoch sei es unwahrscheinlich, das Kind im näheren Umfeld des Anwesens noch anzutreffen. Daniel Morrison trägt zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen blauen Hosenanzug mit güldenen Knöpfen daran. Er hat dunkles, welliges Haar und ist eine eher verschlossene Persönlichkeit. Jegliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort belohnt die Familie Morrison mit einer Belohnung von 1.000 Pfund. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie und allen Angehörigen. Nun, diese Beschreibung passt exakt auf den Geist, den wir gerade gesehen haben. Ja. Das war Daniel Morrison. Ich schwöre es, Sie haben es gesehen, Lord Wenn Ray. Ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Finde ich hier gut, dass Nils skeptisch bleibt, weil das passt in die Welt. Ne? Ich glaube, ich hatte Ihnen ganz am Anfang mich mal gesagt, hey, es ist keine Welt, in der einfach über Geister rumrennen und so. Es ist sehr gut, dass Sie da so skeptisch sind. Wissen wir eigentlich, was mit Daniel wirklich passiert ist? Nee. Hätte ich es vermutlich gar nicht. Kann sein, dass ich das ein Was-wäre-wenn gesagt habe, aber eigentlich solltet ihr das nicht wissen, was mit Daniel wirklich passiert ist. Gesehen. Ich bin erstaunt und etwas sprachlos, was sehr selten vorkommt. Meinen Sie vielleicht, dem kleinen Morrison ist etwas Fürchterliches zugestoßen und sein Geist spukt nunmehr in diesen Räumlichkeiten? Ich habe Angst. Nun, Moment. Ich habe nicht das Gefühl, wir haben es hier mit einer bösen Entität zu tun. Vielmehr, denke ich, möchte uns dieser Geist, dieser Daniel, etwas mitteilen. Warum sonst hätte er uns hier hochgelockt? Er will uns auf etwas aufmerksam machen. Hier scheint etwas Größeres im Gang zu sein. Sehen Sie das nicht, meine Damen und Herren? Vielleicht kommt er ja zurück, wenn wir ihn rufen. Daniel! Er hört zumindest nichts. Lord Henry, falls... Ist keine schlechte Idee. Sie gestatten, würde ich jetzt versuchen, diese Kisten aufzustemmen, um zu sehen, ob dort etwas Nützliches drin ist. Die Kisten sind offen. Ach so, das, da haben wir schon reingeguckt. Genau, da war nur dieser Zeitungsartikel, sonst waren die leer, die Kisten. Die waren leer? Mhm. Nur dieser Zeitungsartikel war da drin. Ich gehe kurz zum Fenster, zu diesem großrunden Fenster, und gucke einmal raus, ob ich irgendwas erkennen kann. In der Dunkelheit kaum. Du siehst so ganz weit am Horizont, siehst du die, so ein bisschen die Lichter von London. Okay. Welches Datum steht der auf dem Zeitungsartikel? Der müsste... Ich gebe wahrscheinlich zu, dass ich es nicht weiß, oder? Wir nochmal einblenden. Stand das da drauf? Das glaube ich, weil ich es nicht weiß. Ich habe es, glaube ich, nicht überlegt, weil ich irgendwie... Ich mag ja Zeit immer nicht so gerne in Abenteuern. Ich habe jetzt im Neuesten, es sind auch wieder Daten drin, weil es eben, wenn man es mal gemacht hat, kann man es nicht mehr ignorieren. Aber ja. Aber nicht, ich habe gesucht. Wenn nicht, gebe ich offen zu, dass ich mir kein Datum überlegt habe. Das war, ist nicht weiter schlimm. Das ist etwas verwischt. Das ist schwer zu lesen. Verwischt. Schwer zu lesen. Ja. Ja. Nun, kann ich das Bild auch einmal sehen? Also, es mag ein Zufall sein, aber wissen Sie, man sieht die Augen des Kindes nicht. Das ist immer so ein Problem, weil ich natürlich einerseits, arbeiten wir mit der Grafik und mir als Autoren, arbeiten wir zwar eng zusammen, aber manchmal erstellen wir, also mittlerweile ist es so, dass ich denen immer sage, alles, was ihr zeichnet, werden die als Realität sehen. Und ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, weil ich dann mal sage, hey, achte da bitte nicht so genau drauf. Aber es, weil das Problem ist, ich habe sie ja dazu erzogen, ne? Weil bei Tears war es so, dass ich ihnen Bilder gezeigt habe, gesagt habe, so sieht das aus. Und bei Morrison Manor sind das Abstraktionen. So, ne? Das ist, macht es manchmal, weil jetzt sieht er, man sieht die Augen nicht und er versucht natürlich da jetzt was reinzudeuten. Was ja auch sinnvoll ist, ne? Es ist jetzt nicht doof. So, aber das war halt nicht die Absicht. Und das ist immer so ein bisschen, was so tricky ist, wenn man so mit Requisiten und Zeichnungen arbeitet, dass die einerseits Immersion verursachen, wenn die aber nicht perfekt sind, sind das ein bisschen so Immersion Breaker. Sie sind wie von einer Augenbinde verborgen. Und das Gleiche fiel mir auf bei der Leiche, die draußen im Garten lag. Auch dort waren die Augen. Hier wahrscheinlich ganz interessant. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich sagen, das ist nicht wichtig. Heute würde ich es anders handhaben. Heute würde ich, weil wenn er das feststellt, sollte das einfach Realität sein und relevant werden. Ich hätte einfach spontan jetzt entscheiden können. Und das ist der größte Vorteil davon, dass ich die Abenteuer nicht mehr so detailliert ausschreibe, dass er recht hat und dass das wichtig ist. Und wenn sie nachher was über den Dämonen lernen, hätte ich dazu dichten können, dieser Dämon möchte nicht angeschaut werden oder so. Ne? Oder man darf den Dämon nicht in die Augen schauen. Und beim Kampf sehen sie dann die ganze Zeit den Dämon nicht, sondern sehen nur den Rücken des Dämons oder sowas halt. Ne? Augen bedeckt von einem, ich nehme an, ein bisschen schwarzen Kopfhaares. Es mag eine Nichtigkeit sein. Aber es ist mir aufgefallen. Sie sind gar nicht im Raum. Ein moderner Haarschnitt für einen jungen
Ich weiß nicht, was Sie dort sehen. Es tut mir leid. Ich würde Sie gerne unterstützen in Ihrer These, aber für mich ist das ein ganz normaler Junge mit einem Mittelscheitel. Sagt man so? Nein. Der Mittelscheitel wird erst in 20 Jahren erfunden von Dieter Bohlen. Die Nacht ist sehr weit fortgeschritten. Ich schlage vor, dass wir nun wieder zurück in die Gemächer gehen. Und es ist Zeit für mich, nach meinem Grafen Ausschau zu halten. Ich fasse zusammen. Wir haben einen Geist gesehen und eine Leiche und wir haben einen sterbenden Herrn im Zimmer und Sie möchten sich wieder schlafen legen. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Im Gegenteil, Lord Henry. Ich mache mir größte Sorgen. Ich, um es ganz kurz auf meiner Sprache zu sagen, kacke mir gleich in die Hose. Ich möchte zurück in den Raum des Grafen und überlege stets, ob ich in die Ritterrüstung steigen soll. Und möglicherweise schlafe ich noch ein wenig. Denn ich habe gehört, dass es einen erheblichen Auswirkungsgrad hat auf das mögliche weitere Abenteuer. Sie haben Puh, der alte Taktiker, ne? Kommt halt auf die Art der Story an. Detektivgeschichten muss man leider irgendwie durchplanen. Sowas wie Ultra kopiert sich auch nicht mehr zur Impro an. Naja, die werden ja auch immer in Abschnitten gespielt, die Detektivgeschichten, ne? Also am Anfang war es eh als One-Shot ausgelegt. Also ja, in einem gewissen Maße schon, aber man kann schon improvisieren, ne? Also keine Ahnung, neulich hat jemand gesagt, war glaube ich irgendwie auch hier im Chat, meinte jemand, ja, so railroadige Abenteuer wie Soirée Bizarre findet er nicht so gut. Er mag lieber so offene, wie The Funeral oder so. Und The Funeral war, glaube ich, Walpurgisnacht war es oder was war es noch? Weiß nicht. Aber auf jeden Fall Beispiele für die mega gerailroadeten Abenteuer genannt, während die Abenteuer wie Soirée Bizarre super offen waren. Und ich glaube, manchmal fühlt sich das zwar so an, aber es ist komplett anders. Und im Idealfall ist es ja immer so in der Mitte. Ne? Es fühlt sich so an, als wäre Freiheit da, aber als würden sie immer noch einem kohärenten Storystrang folgen. Und ich glaube, das ist, auf jeden Fall bin ich bei dir, da gibt es Nachteile, ne? Soirée Bizarre hat weniger Hinweise auf die Gesamtgeschichte gehabt, weil es so frei war. Aber für mich auch ein gutes Learning jetzt für den nächsten Teil, in dem da eine Mischung aus beiden hoffentlich stattfindet. Ne? Man lernt was über den Gesamtplot, aber hat auch ein gewisses Maß an Freiheit. Aber meiner Meinung nach wird das jetzt ganz gut. Das ist ganz gut so geschrieben, dass es beides so ein bisschen in sich vereint, dieser Doppelabend. Logische Argumente. Gut. Was tut ihr also? Geht zurück auf eure Zimmer? Ich gehe tatsächlich zurück aufs Zimmer. Okay. Ja. Ich würde gerne noch einmal nach Daniel rufen. Ich lasse die beiden erstmal. Ja, tu das. Daniel! Kannst du mich hören? Es ist ich! Monsieur de Tesserac, ich bin ein Arzt, ich kann dir bestimmt irgendwie helfen. Ihr beiden hört das, aber. Bitte, zeig dich nochmal. Ich habe dich gesehen, ich habe nie geglaubt, dass es so etwas gibt, aber ich bin fasziniert. Bitte, gib mir ein Zeichen, wenn du das hier hörst. Wir wollen dir helfen. Daniel! Du hörst das Geräusch, das du schon mal gehört hast, aber scheinbar von weiter unten, wesentlich weiter unten. Ich glaube, das war es nämlich, dass ich mir aufgeschrieben hatte, sowas wie, dass der will ja eigentlich mit ihnen kommunizieren, der Geist. Nur seinen Namen rufen bringt aber nichts, aber dass er gesagt hat, wir wollen dir helfen, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie das in dem Abenteuer ist. Sag ich bestimmt, was wäre, wenn? Was genau man hier sollte? Weil das ist, ich glaube, dieser Geisterplot ist einer der Plots, die sie weniger verfolgt haben. Sie haben nicht so viele Infos hier bekommen, wie sie hätten bekommen können. Dieses Wimmern. Was aber auch okay ist, ne? Das ist Teil der Abenteuer. Es gibt immer Sideplots, die man nicht haben muss. So. Ja, nee, mehr dieses Kratzen, diese schrittartige. Was am Anfang dich geweckt hat. Daniel, machst du das? Wenn nicht, dann gehe ich jetzt besser wieder in mein Zimmer. Und, ja. Da passiert offensichtlich nichts mehr auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden gerade nicht, ne? Ist dann halt ein Dachboden. Okay, gehe ich auch wieder Richtung. Also. Danke, True Scare. Hören wir das Geräusch auch oder nicht? Also ich war ja auf dem Weg zurück. War ja, ihr hört es auch. Okay. Da! Haben Sie das gehört, dieses Geräusch? Ja, leider. Ist ja nur ganz gut. Die Charakterzusammenstellung bei Männer ist auch gut gewesen. Die spielen hier so gut voneinander ab. Ich finde für mich, das mag jetzt aber auch so meine persönliche Spielleiter-Meinung dazu sein, für mich ist Morin Männer ein mega krasses Learning, dass in manchen Szenarien es besser ist, wenn Charaktere weniger voneinander abweichen in ihrer quasi Diversität, wer sie so sind und was so ihre Motivationen sind. Weil letztlich sind die vier sich verhältnismäßig ähnlich als Charaktere. Es ist jetzt weniger als irgendein menschlicher Kleriker, ein Elfenwaldläufer und ein Zwergenpaladin. So. Und ich glaube, es macht es hier eher einfacher, weil sie dadurch kohärenter und leichter an einem Strang ziehen. Weil sie ähnlichere Motivationen haben. Das hilft, finde ich, hier diesem Abenteuer extrem, dass manche von ihnen sich so ähnlich sind.
Das ist vielleicht das gleiche Geräusch, was Monsieur Tesserand aus seinem tiefen Schlaf... Es ist Tesserac. Nun ist das Geräusch aber auch verschwunden. Monsieur also. Tesserac. Tesserac. Rack. Tesserac. Tesserac. Oui. Ich kenne das Problem. Ich weiß. Nun, ich würde vorschlagen, wir würden, bevor wir uns wieder zu Bett legen, lassen Sie uns doch noch mal schauen, was die Quelle dieses Geräusches ist. Was halten Sie davon? Ist das etwas, woran Sie interessiert werden? Nun, ich denke auch, wir sollten dieser Sache nachgehen. Es ist hier etwas im Gange. Wir können es nicht einfach ignorieren. Ich kann sowieso nicht mehr schlafen. Ich bin sowas von aufgewühlt. Ich habe eben einen Geist gesehen. Was erwarten Sie von mir? Ich kann mich nicht einfach hinlegen und schlafen. Du erwachst durch das Gerede auf dem Flur. Ich weiß gar nicht, wie ich da gerade dran so denken muss, aber das ist einfach mal so eine allgemeine Frage. Sind für euch die Morrowind-Männer-Abenteuer spannend? Also ist das mehr so unterhaltsam? Oder sind die spannend, wenn ihr die guckt? Also es ist mehr so, man guckt die und ist so, oh krass, was passiert jetzt als nächstes? Oder beides geht ja auch. Ah, okay, krass. Sag ich, weil das ist für mich immer am schwersten zu beurteilen, ob die spannend sind. Beides. Okay, okay. 70% dauert, 30% spannend. I see. Das wäre aber auch so der Mix, auf den wir abzielen. Weil ich immer sagen muss, ne, Spannung ist ganz gut, aber es darf auch nicht die ganze Zeit nur spannend sein. Aber ganz witzig, weil ne, das ist ja was, dadurch, dass ich immer weiß, was in diesen Abenteuern passiert, kann ich das überhaupt nicht beurteilen, ob die spannend sind. The Funeral war spannend, eben ihr meint, das erste war spannend. Ich hätte jetzt gesagt, weil Purgisnacht war das Spannendste, aber das ist jetzt hier noch gar nicht genannt worden. Ich glaube, die Spannung erkennst du gut an den Fragen, was wäre, wenn? Das kann sein, ja. Schon wieder ein Geräusch, haben Sie das gehört? Es ist doch viel furchteinflößender als das Geräusch, was ich eben gehört habe. Ganz kurz. Walpurgisnacht fand ich am schwächsten. Echt, fand ich jetzt nicht so. Ich fand das jetzt am schwächsten, hat er im Regelwechsel gelitten. Da war ich bei dir. Das haben wir damals vor allem für das Regelwerk gemacht. Fand ich jetzt im Nachhinein auch, würde ich nicht wieder machen, so ein Regelwerkwechsel. Aber du, hat man auch was draus gelernt. Ne? Und ich lerne lieber aus, war jetzt keine Katastrophe, als aus, boah, ist voll krass schiefgegangen. Walpurgisnacht war für mich der schwächste Teil. Ist halt ganz witzig, weil man muss dann sagen, Walpurgisnacht war vom Arbeitsaufwand der krasseste. Ne? Ich habe heute nochmal in das Skript geguckt. Das sind halt 50 Seiten, ne? DIN A4 Skript. So, das ist schon eine richtige Ansage. Aber das war halt um Längen am meisten Vorbereitungsarbeit von allen Abenteuern. Ja. Aber ich glaube, es ist immer, ne? Es ist halt, man hat immer Favoriten und weniger Favoriten. Ich fand das auch sehr schön. Ich glaube, das Setting gefiel mir sehr, sehr gut in Walpurgisnacht. Und gehen. Graf Mon! Werter Winston! Sie leben ja noch. Ja, ich bin auch überrascht. Wieso sind Sie überrascht? Ich verstehe das nicht. Das ist eine Beleidigung. Was ist denn passiert? Ich habe Erinnerungslücken. Da war dieser Polizist und der hat mich ohne Vorwarnung und ohne Provokation erschossen. Graf Mon, ich möchte nicht Sie erneut auf ein vollkommenes Fehlverhalten darauf hinweisen. Ich möchte Ihnen ausdrücklich nun in diesem Moment sagen, es ist schön, dass Sie noch unter uns weilen. Wir haben gerade einen Geist gesehen. Ich habe Angst. Das sind sehr viele Informationen auf einmal, die ich alle gar nicht so ganz verstehen kann. Was meinen Sie, ein Geist? Wer ist ein Geist? Langsam eins nach dem anderen. Ganz kurz Umfrage, welcher Teil der Favorit ist? Nee, will ich überhaupt nicht wissen. Ich will nicht wissen, welcher Teil euer Favorit ist. Beeinflusst mich nur. Eine der schönsten Sachen daran ist für mich, dass ich die schreibe. Die leiden extrem darunter, je mehr Druck auf mich wirkt, dass die in eine bestimmte Art und Weise funktionieren müssen. Also weißt du, was ich meine? Das ist auch kein Vorwurf, sondern so, je mehr ich das Gefühl habe, ich muss erfolgreich sein, das muss so und so werden, das muss das und das tun, desto schwieriger fällt es mir, kreativ beim Schreiben zu sein. Und die werden besser, je weniger ich mich unter Druck gesetzt fühle. Also je freier ich mich fühle darin, die Dinger zu schreiben, desto besser. So, weil ich mich dann traue, Sachen auszuprobieren. Und durchs Ausprobieren werden Sachen wie Moral in Männer geboren. Ne? Also es gäbe kein Moral in Männer, wenn ich nicht die Freiheit gehabt hätte, auszuprobieren. Und da können auch mal Sachen schiefgehen, so wie jetzt Space zum Beispiel. Aber ja. Und meine kreative Freiheit würde darunter leiden, wenn ich genau wüsste, was ihr am besten findet daran.
weil ich dann beeinflusst davon wäre. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel erst Wochen später meistens die YouTube-Kommentare und das Feedback dazu lese, weil ich dann mit mehr Abstand die Kommentare lesen kann. So, und das Feedback. Also dann fällt es mir besser, leichter, das einzuordnen, das im Kontext des großen Ganzen zu sehen, weil am Anfang ist zum Beispiel, sind die Kommentare meistens eher, also zum Beispiel ist das direkte Feedback super positiv, während zum Beispiel die Kommentare im Forum, auf Reddit und auf YouTube erst voll kritisch sind und sagen, es ist auf jeden Fall das schwächste Abenteuer, das es je gab und so, super uninspiriert oder das und das, weil natürlich die Leute, die es am schlechtesten fanden, am meisten dazu neigen, ihre Meinung zu sagen. Und weil man, wenn man sich an was gewöhnt hat, man am meisten dazu neigt, neue Arten davon langweilig zu finden und das vielleicht nicht so erkennt. Und darum ist für mich immer interessant, es im Großen und Ganzen zu sehen mit möglichst viel Distanz. Wie kann man denn Geist sein? Und Walpurgisnacht war ernster und wirrer. Wirrer war es tatsächlich eigentlich nicht. War eigentlich eines der organisiertesten Abenteuer, würde ich fast sagen. Aber kann sich natürlich so angefühlt haben. Hat besitzt doch dann gar nichts. Was ist das Leben dann wert? Wenn man nicht mal mehr das hat. Herr Tesserak. Nun. Sie sind ein Mann des Geistes. Haben Sie einen Geist gesehen? So, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber oui, ich habe einen Geist gesehen. Es ist tatsächlich passiert. Darf ich kurz fragen, fühlen Sie sich imstande, aufzustehen und mit uns zu gehen? Wir wollen dem Geräusch nachgehen. Ja. Wir müssen... Ich bin natürlich zutiefst verletzt, aber Sie haben mich ja sehr schön scheinbar zusammengeflickt. Ich nehme an, das habe ich Ihnen zu verdanken, den Winston natürlich nicht. Das erkennen Sie an den Initialen, die ich dort hinterlassen habe. Ich sehe es, ja. Sie haben Ihren kompletten vollen Namen hineingeschrieben. Und einen kleinen das soll ein Schnurrbart sein. Es ist sogar unnötig, dass Sie... Sie haben sogar weiter geschnitzt als... Na gut. Die improvisierten Witze sind auch einfach immer sehr gut. Ich fand Walpurgisnacht eines der besten. Ich glaube, das hat eben jemand gesagt, Walpurgisnacht ist wirre. Ich glaube, das kam daher, Walpurgisnacht war das mit dem höchsten Gewöhnungsgrad. Die Jungs hatten sich an ihre Rollen gewöhnt und hatten das Gefühl, ah, okay, wir brauchen gar nicht mehr so viel Vorbereitung. Und ich glaube, sogar alle von ihnen haben mir nachher erzählt, dass Walpurgisnacht das war, worauf sie sich am wenigsten vorbereitet haben. Und dann gemerkt haben, okay, shit, die Vorbereitung brauchen wir aber für Abenteuer. Und haben danach sich wieder mehr vorbereitet. Und davon haben die Abenteuer dann sehr profitiert. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein super gesundes Learning, das halt so mitkommt. Und wenig vorbereitet hast, als sie haben halt nicht nochmal die Teile geguckt oder so. Und das hilft, glaube ich, dem sehr. Also, dass sie zum Beispiel jetzt selber streamen und die Abenteuer dann davor nochmal gucken und so, das hilft ihnen, glaube ich, sehr dabei, in die Rollen zu kommen. Ein kleines. Also, ich fühle mich gut genug, um mit ihnen... Kommt das auf YouTube? Ja, das kommt alles auch auf YouTube. Herumzulaufen, gegebenenfalls sogar auch zu sprinten. Und andere Aktionen zu machen. Ich muss sehr langsam laufen. Vielleicht kann mich... 10 Gesundheitspunkte kannst du wiederkriegen und du musst gestützt werden. Dann kannst du dich bewegen. Ich hatte 30. Wieder. Die hast du dir schon selber wiedergegeben. Ich habe gesagt, nach einer erholsamen Nacht. Das war keine erholsame Nacht. Die haben in deinem Zimmer sich pausenlos unterhalten, die ganze Zeit rumgepimmelt. Da greifst du einmal jemanden an mit der Waffe und schon hat's Konsequenzen. Jetzt, das ist der Grund, warum so harte Strafen an Spieler, weil man ihm jetzt, ne, das ist jetzt schon eher, der wirklich ja frustriert ist. Was ich auch verstehen kann, macht halt keinen Bock, da auf dem Bett zu liegen, während die anderen Abenteuer erleben. Sequenzen. 20 Lebenspunkte hast du jetzt gerade. Du kannst gehen, wenn die anderen dir helfen. Gehen. Sofern jemand von ihnen die Güte hätte. Für mich auch eine unangenehme Situation, weil einerseits möchte ich ihn ja gerne wieder laufen lassen und mitspielen. Andererseits darf die Welt jetzt auch nicht komplett an ihrer Verankerung verlieren. Und er steht einfach wieder auf und hüpft wieder, so, ja. Mir zu helfen, dann wäre ich sehr dankbar. Ja, wer könnte das wohl sein? Ja. Winston, geben Sie mir Ihren starken Arm, Ihren starken 80-jährigen Arm. Ich klammere mich wie eine Zecke an sie fest. Hier. Krapsch. Und wir gehen los. Ah, Winston. Ah, Winston. Gut. Schade, er hätte eigentlich jetzt gut, wenn er die Geräusche die ganze Zeit weitergemacht hätte. Ah, Winston, ja, ja. Wir bewegen uns in Richtung dieses Geräuschs. Gut. Also, das wäre die Treppe runter. Wieder zu der Stelle, wo ihr den Geist zum ersten Mal gesehen habt. Gut, ihr hört das Geräusch ein zweites Mal von hinter der Wand, auf die der Geist eben gestarrt hat. Das war doch, ich denke, der stand vor der Tür. Können wir einmal auf das Erdgeschoss gehen, liebe Regie? Das war das Hier Büro. Auf meinem Monitor, dann zeige ich es einmal. Wo du die Frau fast geführt hast, Ed. Hier sozusagen hier ist das Büro nach euren Informationen. Ihr wart noch nicht drin, deswegen ist nicht entdeckt. Und auf diese Wand starrt der Geist. Mhm. Also quasi neben die Bürotür.
Das ist seltsam. Vielleicht ist hinter dieser Wand etwas verborgen, was dem Geist nachhaltig zu schaffen macht. Ich würde sagen, wir versuchen, die Orden seiner Unruhe ausfindig zu machen. Ich war schon einmal hier in diesem, an dieser Tür. Ich glaube, hier hinter befindet sich das Büro von Monsieur Moriton. Aber die Tür war verschlossen. Ich weiß nicht, wie wir reinkommen sollen. Stimmt, da war er alleine, ne? Nur er weiß, dass das das Büro ist. Krass, gut gemacht. Gut, wir könnten dir mal den Schlüssel ausprobieren. Es hat schon einmal funktioniert. Es scheint ein sehr guter Schlüssel zu sein. Nein. Aber nein. Nein, nein. Diesmal geht er nicht. Oh, Merd. Liebe Lord, ich hätte eventuell einen Vorschlag zu machen. Nun verwalte ich, wie Sie sich eventuell erinnern könnten, falls Sie mir denn auch gerecht zugehört hatten, unter den Bediensteten, um dort Zuflucht, aber auch nach Informationen zu suchen. Eventuell gelingt es mir, in das Gemach der Margaret, der Hausherrin, zu gelangen. Möglicherweise hat sie einen Schlüssel. Willst du das eine herausragende Idee? Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Hat sehr gut erkannt, was wieder... Das ist halt der große Vorteil seines Charakters. Dass er als einziger in der Gruppe sozial anderen Regeln folgen kann. Also Tesseract hat das so ein bisschen und auch Mon kann das so ein bisschen spielen, dass er halt so den alten Herren raushängen lässt oder Tesseract halt sagt, ich bin Arzt, lass mich durch. Aber das ist halt super krass, dass Winston hat das halt wirklich mit am krassesten, dass er einfach sagen kann, Wilson, dass er halt sagen kann, hey, ich gehe in Bereiche, in die anderen einfach nicht können. Ratten, gehen Sie unter andere Ratten und finden für uns heraus, was notwendig ist. Ich lasse einmal den Arm so sacken. Soll ich mal eben aufschreiben? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal positiv und es gibt im kommenden Abenteuer eine Möglichkeit, wo er das einbringen kann. Und ich habe ja zum Glück den Rahmen schon, das heißt, ich kann drin, in dem Rahmen darf ich noch rumschreiben. Alter, wie oft haben wir denn Ich kenne dein Leben gespielt? Ah, hier. Booty-Butler-Bereiche. So. Sie schwacher Mensch! Entschuldigen Sie. Und nehme ihn wieder hoch. Diese Tür, ist sie aus solidem Holz? Ja, normal. Normal. Eine normale Holztür. Ja, würde solide nehmen wir an, ein Mann würde ein Panzerhandschuhe aus Eisen tragen. Könnte er diese Tür einschlagen? Wie viel hat der Mann denn auf Handeln? Also allgemein insgesamt die 29. Und insgesamt Faustkampf 35. Auf Faustkampf. Das ist gar nicht so schlecht. Schon ganz solide. Das wäre vielleicht möglich, ja. Nun. Ich hoffe, ich komme hier noch drauf und Sie kommen noch drauf, dass wenn Sie jetzt anfangen, hier Türen einzuschlagen in der Nacht, dass das potenziell zur Aufmerksamkeit führen könnte. Winston, Sie tragen doch Panzerhandschuhe aus Eisen. Möchten Sie nicht einmal probieren, Ihre über 60 Jahre angestaute Frustration an dieser Tür auszulassen? Wenn Sie möchten, schließen Sie die Augen und stellen sich vor, die Tür trüge den Namen Lord von Fichten. Mon. Sollte er das jetzt versuchen, ich weiß nicht, ob er das macht, könnte ich ihm den Wurf schon erleichtern, weil das ist eine gute Motivation. Also ich hätte hier eigentlich fast Nils würfeln lassen sollen und bei einem sehr guten Ergebnis ihm noch mehr Bonus geben. Das ist ja wirklich eine gute Motivation für seinen Charakter. Gott von Fichten. Aber Winston, passen Sie auf, die Ritterrüstung war schweineteuer. Ich mache es. Okay, also dann würfel mal auf Faustkampf. Ja. Durch den Handschuh. Ah, schon 25 erleichtert. Also habe ich da jetzt 60 sozusagen. Ja, kann sein. Durch die Rede hätte ich wahrscheinlich ihm ruhig noch mehr Bonus geben sollen. Das war schon gut gemacht. Was ist dein Wert? 35, also okay. Plus 25, okay, alles klar. Come on. 63. Okay. Fuck. Plus 65. Ja, also 60. Geschafft. Ich dachte, er hat 60. Ja. Ah, fuck. Ich bin auf der Gamescom in Köln, ja. 60. Ach, Versuch. Gut. Fuck. Er ist da auch sehr ehrlich, ne? Ah, scheiße. Ist aber auch das Ding, ich sag ja, da hätte ich ihm eigentlich ruhig noch mehr Bonus geben können, weil die Motivation und so. Aber ja. Du schlägst zu und... Das ist das Problem, wenn gewürfelt ist, danach Boni geben ist immer lame. Also das ist dann, dann ist halt durch, ne? Ich kann dann auch nicht danach noch kommen und sagen, jetzt gibt's doch nochmal 5 Bonus. Tust dir schon an der Hand weh, verlierst 5 Lebenspunkte. Richtest aber auch einen zumindest merklichen Schaden an der Tür an. Also kaputt ist sie nicht, aber es hat zumindest ein bisschen was gebracht.
Was zumindest immer eine Hintertür ist, ne? Zu sagen, es hat was gebracht, heißt ja, man kann es noch mal versuchen, so ein bisschen. Lassen Sie uns doch zu dritt dagegen treten. Ich glaube, gemeinsam können wir es vielleicht schaffen, genau. Diese... Also das ist immer gutes Rollenspiel, finde ich, wenn ein Spielleiter sagt, das bringt überhaupt nichts, dann hört man auch auf, es zu versuchen. Wenn der Spielleiter sagt, es hat ein bisschen was gebracht, weiß man, okay, offensichtlich ist das eine Lösungsansatz, der könnte was bringen. So. Wir aus ihren Fügen. Also sehr gut, dass sie jetzt auch sagt, lass doch einfach zu dritt versuchen. Super logische Schlussfolgerung. Hat alleine nicht geklappt. Lass doch einfach mal alle versuchen. Zu holen. Ich helfe mit. Das ist keine gute Idee. Sie lassen. Und dass er schon sagt, zu dritt und dann, ich helfe mit. Das ist keine gute Idee. Sie spielt ja noch ein bisschen ausruhen. Wissen Sie was? Sie dürfen das Kommando geben. Wir drei werden unsere gesunden Schultern zeitgleich gegen die geschundene Tür werfen. Auf Ihr Kommando. Das ist eine sehr gute Idee. Er ist halt einfach, er ist so ein bisschen, ne? Also Lord Henry ist so ein bisschen der soziale Kleister der Gruppe. Er ist da wirklich, Nils ist ja auch ein Meister der Manipulation und er ist halt wirklich sehr gut darin, die Gruppe so ein bisschen heimlich zu lenken. Sehen Sie mal, Doktor, so verhandelt man mit einem Grafen. Kriegst zwei Gesundheitspunkte wieder, weil du verzichtet hast. Eine Sekunde. Voll der Verzicht. Ja, weil er nicht dagegen getreten hat. Hätte er jetzt dagegen getreten, hätte ich ihm was abgezogen. Du hast mich noch nicht gegen Türen treten. Gut, zu dritt müsst ihr tatsächlich nicht mal würfeln. Okay. Wenn ihr zu dritt tretet, ihr holt Schwung und ihr schafft es, die bereits angeschlagene Tür einzutreten. Aber ich habe doch gar nicht gesagt, dass es losgeht. Oh, entschuldige. Entschuldige, du hast völlig... Oh. Es geht los. Aber er hat ja recht, ich hätte dir das ausspielen lassen sollen. Und dann auch, oh, mein Gesicht ein bisschen unfair, der Regie gegenüber. Wollen Sie denn, ich sag, die Tür geht kaputt, natürlich spielen Sie dann Sound, aber natürlich so genervt. Von Graf Mon schafft ihr es, ohne Probleme die Tür einzutreten. Ihr befindet euch also im Büro. Sehr charmant gelöst von allen. Also sehr, sehr gut. Aha. Also allen außer mir. Schläft hier jemand mit Sekunde, dem Sekunde. So. Ihr befindet euch in einem recht großen Raum, selbst im Verhältnis zu den ohnehin schon recht ausladenden Räumen in diesem, also im gesamten Männer. An den Wänden sind Bücherregale, ein großer Schreibtisch aus wirklich ausladendem Holz, so, also ganz, ganz so ein typischer, ja, so ein typischer englischer Zeitschrift, so aus der Kolonialzeit. Also wirklich ein tolles Stück. Und man sieht dem Raum einfach an, dass jemand mit Geschmack und vor allem Geld diesen Raum eingerichtet hat. Der Schreibtisch scheint zumindest benutzt. Ich liebe fucking Büros so doll. Einerseits sind der beste Raum in jedem Abenteuer. Oh, sehr schlau, uns da einzublenden. Andererseits halt so ätzend, weil du da eigentlich so viel verpacken willst. Also ich würde am liebsten mal ein ganzes Abenteuer in einem Büro machen. Büros sind so, also wenn ihr irgendwann mal erkennt, meine zwei absoluten Steckenpferde sind fahrendes Volk, jedweder Art. Ich finde das der absolute Oberhammer. Das ist eines der interessantesten Sachen, die man in ein Abenteuer bauen kann. Ich finde das nur geil, weil das halt so eine Welt in der Welt ist. Auch als sie in The Funeral zu diesem Lager kommen, also von diesen Schaustellern vor der Stadt, das ist so fucking geil, weil alles so anderen Regeln folgt. Die Charaktere sind alle auf einmal interessant und können extrem sein und so. Also in so einer überzeichneten Welt ist das so Hammer, ey. Und Büros sind immer geil, weil das so was, in so einem Detektiv-Fokus-Abenteuer ist das ja was so Intimes, so ein Büro, ne, wo der Bösewicht so seinen Kram plant. Nur geil. Nicht jetzt gerade, aber grundlegend. Also der Raum wirkt nicht völlig verlassen. Ja, ihr könnt euch umsehen. Ich würde mir den Schreibtisch aber genauer ansehen, ob er vielleicht über Schubladen verfügt oder sonstige interessante Dinge drauf liegen. Gut. In GameStar gibt es ein Pen and Paper in einer Behörde mit Cthulhu. In Cthulhu macht das auch Sinn, weil man ja in einer echten Cthulhu-Runde so, die man akkurat spielt, verbringt man ja auch gerne einfach mal zwei komplette Abenteuer nur im Stadtarchiv. So. Auf dem Tisch liegend ein Stapel Briefe. Spricht jemand von euch Deutsch? Das haben wir nachher verworfen, ne? Hier ist aber, ich muss sagen, eigentlich ist das in so Rechercheabenteuern super interessant und ich mag das, verschiedene Sprachen. Für die Show ist das halt kacke. Nun, ich habe ja gerade noch von den deutschen Türtretermeisterschaften erzählt. Da habe ich ein wenig aufgeschnappt. Sprich, ich habe Sprachen. Ja. Sie, Kater. Hast du Deutsch? Na, hier steht Sprachen oder was? Fairerweise, heute würde ich das anders sehen. Das grundsätzliche Talent Sprachen ist zwar ein bisschen so ein Allrounder-Talent, aber ich würde zumindest, glaube ich, zulassen, dass man bestimmte Sprachgruppen in einem gewissen Maße oder dass man sich eine Sprache aus einer Sprachgruppe, wobei, weiß ich auch nicht, schwierige Frage. Also hätte er jetzt gesagt, er spricht Englisch, hätte ich gesagt, okay, geschriebenes Deutsch,
kann schon sein, dass du ein bisschen was erahnen kannst. Sprichst du Niederländisch, hätte ich gesagt, doch, da kannst du schon was erschließen. Und wenn man jetzt Spanisch spricht und da liegt ein italienischer Brief, kann man vielleicht so ein bisschen was erahnen und man darf zumindest mal drauf würfeln. So. Sie sprechen ja Deutsch. Hier war die Idee, sie sprechen eigentlich alle Englisch. Das habe ich, glaube ich, am Anfang auch mal gesagt. Sie sprechen alle Englisch und alles andere sind Fremdsprachen. Dieses haben wir später verworfen, weil das das Abenteuer eigentlich nur hindert. So, in so einer Show, aber ja. Das ist schwierig, das Talent Sprachen. Ich würde sagen, grundsätzlich ist es nicht absurd. Vielleicht ist es im How-to-be-a-Hero-Regelwerk, macht es keinen Sinn, weil zu Wissenstalenten, es gibt den allgemeinen Wissenswert, der das abbildet. Wie gebildet du bist und ob du ein grundsätzliches Verständnis von Fremdsprachen haben könntest. Und dann könnte man, ne, das neue System bildet das besser ab, aber ich hätte Ihnen hier einfach sagen sollen, okay, wenn du sprachliches Grundverständnis hast von Fremdsprachen sozusagen, sollte ich dir erlauben, auf Sprachen zu würfeln. Also auf deinen allgemeinen Wert sozusagen. Wie viel hast du denn auf die Gruppe insgesamt? Weil das könnte helfen. Nee, ich hab 40%. Okay, dann die ist zumindest möglich. Und ich spreche. Macht zum Beispiel Sinn, ne? Wenn er jetzt gesagt hätte, hey, als jemand, der Medizin studiert, keine Ahnung, ich habe natürlich irgendwann mal mit deutschen Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt, er wird wahrscheinlich Englisch sprechen, tut er ja auch, er spricht Französisch, er hat also ein Fremdsprachenverständnis, er hat schon mal eine andere Sprache gelernt, die näher am Deutschen ist. Macht schon Sinn, dass er da würfeln darf. Ich spreche Englisch, Latein. Es ist dir absolut möglich zu erkennen, dass es Deutsch ist. Genau, das zum Beispiel, ne, wenn du Latein, also er weiß, dass es Deutsch ist. Wenn du jetzt noch nie eine Fremdsprache, also so blöd das klingt, für zum Beispiel meine Freundin ist es schwer zu sagen, ob irgendwas Deutsch ist, weil sie halt zu, ne, germanischen Sprachen keinen Bezug hat, so richtig. Zu entziffern, was es ist, aber nicht. Doch, lassen Sie mich mal sehen, Sauerkraut, Kartoffel, Würst. Empfänger dieser Briefe wäre ein gewisser Herr Strauß in Berlin. Das ist ein Name, ein deutscher Name. Ich vermute, es handelt sich hierbei um die deutsche Sprache, aber ich bin der deutschen Sprache leider nicht sehr mächtig. Ich kann es nicht wirklich gut. Mach mal einen Wurf auf Wissen, allerdings um 20 erschwert. Also 20%. Weil du zwei verwandte Sprachen sprichst, das macht schon Sinn, dass du zumindest probieren kannst. Also ja, unter 20. 20 oder weniger. Nope. Nee. Okay, ich habe eine Frage. Aber finde ich zum Beispiel gut. Finde ich gut, dass ich ihn abwürfeln lassen. Ist jetzt nicht völlig absurd, dass er, keine Ahnung, irgendwo mal Deutsch aufgeschnappt hat und er kann zumindest erahnen, was so the gist of it, sagen wir, glaube ich, im Englischen, ne? So. Könnte auch ja dieses Universalwörterbuch. Ja. Sie gestattet mir, glaube ich. Fällt ja auch vielen schwer, koreanisch und japanisch Schriftzeichen zu unterscheiden. Vielleicht ein gutes Beispiel. Muss ich auch sagen, als ich hierher gezogen bin, mir schickt nicht allzu selten jemand ein Bild von einem koreanischen Bier und sagt, guck mal, fast wie bei dir. So, und ich weiß dann auch mal nicht, was ich sagen soll. Ich sag dann immer so, ja, haha. Drei Sprachen. Ja. War das nicht Deutsch, Belgisch und Koreanisch oder sowas? Ja. Also ich habe ein Wörterbuch Deutsch, Englisch, Englisch, auf Deutsch. Auf deinem Zimmer, ja. Nein, ich habe es doch dabei. Habe ich es nicht dabei? Ich lasse es dich eher einfach holen. Von mir aus hast du es dabei. Gut. Das ist halt so eine nutzlose, geile Diskussion, ey. Habe ich immer bei mir. Vor allem nachts wird nachts aus dem Bett geholt. Einen Moment, lassen Sie mich schnell mein Universal-Übersetzungsbuch rausholen. Es greift sich so in den Schlüpfer. Die Herren, wie der Zufall es so will, habe ich hier dieses Wörterbuch. Es scheint mir tatsächlich Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch zu sein. Was hatte er für Sprachen? Hatte er Koreanisch? Dieses Wörterbuch, hat er gerade gesagt. Ein Wörterbuch, hat er gesagt. Weil ich hatte mir aufgeschrieben, ich würde gerne mehr Items einbauen. Hat er wirklich ein Wörterbuch? Wörterbuch. Belgisch, hat er gesagt. Auch geil. Belgisch. Koreanisch. Deutsch. Sein. Damit könnten wir den Brief übersetzen. Was halten Sie davon? Ist auch eine geile Kombination. Kennen wir alle. Belgisch, Koreanisch, Deutsch. Das große Dreieck der Kultursprachen. Das ist eine sehr gute Idee. Lassen Sie uns direkt loslegen. Vielleicht haben wir dort Informationen, die uns... Was über Belgisch? Es gibt auch Belgisch, aber die Sprache heißt, glaube ich, nicht Belgisch. Ne? Wie heißt noch die belgische Sprache? Kann das mal eben schnell jemand? Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Flämisch, danke. Ich glaube, Flämisch ist richtig, ne? Also sehr Flämisch. Ja, das Flämische. Ich weiß gar nicht, ob von denen sonst noch jemand eine Sprache spricht. Wäre interessant, weil im neuen Abenteuer kommt ein Dämon vor, der potenziell an eine Sprachgruppe gebunden sein könnte. Helfen. Gut. In dem Briefen... Stimmt. Ah, ist ein fairer Punkt. Flämisch hat Einschläge aus dem... Er hat jetzt Deutsch, aber Flämisch hat Einschläge aus dem Niederländischen und damit könnte man, aber ja. Ist die Rede von
satanischen Ritualen und einem gewissen Raphastan. Ihr könnt es nicht hundertprozentig entziffern, allerdings Raphastan. Ist euch klar, dass irgendwas... Es geht um... Moment, ich muss mal nachgucken, ich habe es nämlich hier aufgeschrieben. Ja, der jemand spricht platt. Ja, es hat was mit satanischen, ja, so Wiederauferstehungsritualen zu tun und solchen Dingen. Es ist schwer, weil es eben nur ein Wörterbuch, ne? Aber ihr kriegt zumindest den grundlegenden Wortlaut hin. Und es scheint ein Briefaustausch zwischen Mr. Moreton und dem besagten Herrn Strauß in Berlin zu sein. Was übrigens eine meiner Lieblingssachen an Roten Männer ist, ne? Willkürliche Dämonen raussuchen und die irgendwie einfach umschreiben. Also das finde ich das Geile an so einer Welt, die halt so frei ist. So ein bisschen an die Realität gebunden. Man kann die als Inspiration benutzen, aber weil Raphastan ist, glaube ich, ausgedacht, basiert aber auf einem anderen Dämon. Und später gibt es aber ja Dämonen, die es wirklich gibt. Also in Walpurgisnacht war es ja Beelzebub, den es wirklich gibt. Also es ist eigentlich ist nicht der Teufel, sondern ein anderer Dämon tatsächlich. Kommt, glaube ich, ursprünglich aus der jüdischen Mythologie oder so. Super interessant. Und jetzt im Neuen ist auch wieder jemand und im Letzten gab es jemanden und so. Raphastan war der Name. Bei Raphastan handelt es sich offensichtlich um irgendeine Figur. Was ist Beelzebub, der Herr der Fliegen, ja. Es macht halt richtig Bock, so obskure Sachen. Also ich habe das jetzt wieder auf einen geilen, obskuren Dämon gefunden. Genau ist das, mag das Buch. Dafür ist das Übersetzungsbuch nicht gut genug. Dürfte ich aber in Erfahrung bringen, wie sich dieses Raphastan schreibt. R-A-F-A-S-T-A-N. Außerdem taucht ein bestimmtes Symbol immer wieder auf und es ist die Rede von einem bestimmten Buch. Was denn? Das Symbol sieht man doch, oder nicht? Ja. Wie sieht es aus? Es ist so eine Art Kreis, durch den eine weitere Linie führt. Finden die das Buch? Welches Buch wird denn da erwähnt? Das weiß ich gar nicht mehr. Das muss ich mal in meinem Skript nachgucken. Wisst ihr das? Wird da erwähnt, welches Buch das ist? Ein Kreis. Pentagramm. Eher so. Ja, nee. Eher so. Ein so angedeuteter Kreis. Eher so. Quake. Quake, ja. Das Quake-Logo, stimmt. Ja. Es könnte eine Mistgabel sein. Ah, tun ja. Sie. Okay, Sie wissen, welches Buch das ist. Das sieht so ähnlich aus wie eine Mistgabel. Ein bisschen runder. Gerundet, eine gerundete Mistgabel. Wissen Sie, ich frage mich gerade, dieser Name. Dieses Zeichen ist zumindest das. Auch das Buch ist aufgezeichnet in den Briefen und da ist eben dieses Zeichen drauf. Wissen Sie, meine Damen, Herren, ich frage mich gerade, ob dieses Wort Raphastan eventuell etwas anderes bedeutet. Vielleicht sind die Buchstaben. In Funeral gab es ein Buch. Ich will nicht zu viel verraten. In jedem Abenteuer gab es ein Buch. Mal schauen, ob Sie das auch merken. Miteinander gewürfelt, sodass es kodiert ist. Vielleicht könnten wir einmal schauen, welche Buchstaben wir haben. Vielleicht könnte man daraus ein anderes Wort bilden, das vielleicht mehr Sinn gibt. Ich hätte eine Idee für eine App, wenn ich das höre. Das ist brillant. Wie würden Sie sie nennen? Ich weiß nicht. Rocket Words. Das ist brillant. Ja, irgendetwas mit Wörtern. Wenn ich nicht schon unfassbar reich wäre, würde ich das tun. Nun. Während die Lords drüber nachdenken, checke ich tatsächlich nochmal den Rest des Raumes. Also fällt mir im Bücherregal etwas auf über Okkulte oder irgendwas anderes. Ich meinte das übrigens ernst. Ja, geh mal zum Bücherregal. Ja, ich gehe zum Bücherregal. Geh mal zum Bücherregal. Ach, ich soll zum Bücherregal gehen? Ach, geil. Satan. Fahr Satan. Eine Frage, Hocke. Ey, ihr kriegt schon mit, was gerade passiert. Ja. Ne? Ihr geht zum Bücherregal. Das wollte ich auch machen, aber hat sich vorgedrängt. Deshalb ist die Kamera da, ihr Schweine. Was hast du? Zeig's mal. Fritz Beuter. Ja, ein Buch. Nein. Nein. Das ist aber eine sehr gute Lektüre, kann ich sehr empfehlen. Als du dieses Buch berührst, verschiebt sich das Regal und ein rotes Licht kommt zum Vorschein. Du hast scheinbar einen Geheimgang aktiviert. Nimm das Buch ruhig heraus. Winston, jetzt hör rotes Licht da hinten. Auf zu putzen. Los. Ich habe hier soeben... Da hätten wir diesen Sound, hätte ich Ihnen vorher sagen sollen. Das ist ja den gleichen Sound, wie wenn Sie einen Hinweis finden, abspielen. Eine Boxversion von Quake gefunden. Das ist ja ungeheuerlich. Das Zeichen ähnelt. Es war eine verborgene Tür, die sich geöffnet hat. Ja. Ist das nicht der gleiche Raum, in den der junge Geist gestarrt hat? Das ist aber auch ein großer Unterschied in der Produktion. Wir werden halt immer besser. Heute würde da natürlich ein Musikwechsel sein und eine akustische Brücke und so. Das ist einfach, weil man besser wird mit der Zeit, ne? Den ich nicht gesehen habe, insofern möchte ich das noch anzweifeln. Naja, wenn Sie bald tot sind, dann kann Ihr Geist sich ja mit dem anderen Geist anfreunden. Da ihr nicht fragt, sage ich es euch einfach so. Der Raum, den ihr gerade seht, erinnert... Alter, ihr könnt nicht den Mund halten. Naja, ist auch viel los. Fairerweise muss man sagen,
Am schlimmsten ist das für mich immer beim Schreiben eines Endes, weil ich weiß, dass sie mich nicht das Ende vorlesen lassen, sondern da rein interagieren wollen. Und das ist sehr schwer, in Morton Manor epische Enden zu schreiben, weil ich immer weiß, sie werden da auf jeden Fall reingrätschen. Euch an eine Art okkulten Ritualraum. In der Mitte ist ein großer Altar aus Stein, auf dem Blutreste sind. Nicht viel, aber ein bisschen was. Es führt eine weitere Tür scheinbar nach außen, zumindest nach dem Gefühl, das ihr so habt, davon, wie dieses Gebäude aussehen könnte. Und ansonsten ist der Raum so leer. Es stehen überall Kerzen herum. Genau. Ihr befindet euch jetzt im Geheimraum über dem Büro. Wir sehen es gerade auf dem Übersichtsplan, von dem aus eine Tür nach außen führt. Doch Schweigefuchs. Ist Schweigefuchs so, ne? So ist Schweigefuchs, dass jemand leise sein soll, der Schweigefuchs? Aber das sehen die doch nicht. Ist auch voll kacke. Ich mag ja auch, dass sie miteinander interagieren und voll drin sind. Das ist ja geil. Okay. Dieses Blut, könnte es vielleicht zu dem armen Mädchen gehören, welches draußen seine letzte Ruhestätte im Gras gefunden hat? Ich untersuche es, ob es frisch ist. Nein, es ist nicht. Das ist doch so. Also es ist zumindest nicht flüssig, eher getrocknet. Getrocknet. Wölfe, was für Wölfe? Ach, das ist auch das Zeichen von diesen Wölfen. Ja, meine ich ja nicht. Das ist euch doch allen klar, dass ich das nicht meine. Also in dem Raum ist nochmal ein Altar. Ein großer Altar. Und auf sonst dem Altar ist da nicht viel. Da steht ein paar Kerzen drauf, ganz, also getrocknetes altes Blut. Und ansonsten ist in dem Raum wirklich nichts. Eher ein bisschen verdreckt, der Raum Sie auch und so. Es wirkt ein bisschen verlassen. Tesserak. Sie als Chirurg. Schätzen Sie doch mal, wie alt dieses Blut hier ist. Monsieur, das ist nahezu unmöglich, das genau zu sagen. Gut, dass er das sagt, weil jetzt so ohne irgendwas... Rinnungsgrad des Blutes muss Ihnen doch irgendeinen Aufschluss darüber geben. Sicherlich, dafür habe ich aber normalerweise ein Labor. Ich kann nicht einfach ein bisschen Blut in meine Hände sagen und... Mal ganz schnell gucken. Und sagen wir... Das ist schon eine Weile her, dass sie geschrieben hat. Vielleicht habe ich meine Zeit schon verpasst. Altes ist, was glauben Sie, ist das hier ein Fantasy-Roman oder was? Der Gerinnungsgrad des Blutes. Es ist schwer zu sagen. Es könnte Wochen, Tage, es ist nicht so leicht zu sagen. Es ist nicht... Currywurst, schön wär's. Ist ja auch, wenn ich lande in Deutschland, in Frankfurt, muss ich direkt nach Köln. Und dann hoffen, da irgendwo eine Currywurst zu finden. Frisch, ich kann sagen, es ist nicht von vor 2 Stunden, aber es ist offensichtlich kalt. Ist es? Ja. Es ist kalt. Also es ist wirklich komplett getrocknet. Es ist ja, also es ist älteres Blut, aber ob es jetzt nun eine Woche oder ein Monat oder ist schwer zu sagen. Es ist sehr mysteriös, was Mr. Moriton hier macht. Ich habe das Gefühl, er hat sich auf die dunklen Kräfte eingelassen. Was halten Sie von folgender Theorie? Hier wurde der kleine Junge geopfert in einem okkulten Ritual. Wenn es denen so sein sollte, dann bleibt doch die Frage, warum wurde dieser junge Mann geopfert? Wen wollte man damit beschwichtigen oder vielleicht umgarnen? Raffastan. Raffastan, gleich Astra-Fan, Zufall. Auch sehr gutes Video übrigens mit diesem kleinen Kind, das so tut, als wäre es betrunken. Oder das sich einfach normal benimmt und Betrunkene benehmen sich auch so. Astra-Fan. Astra-Fan. Ja, meinen Sie, diese Ungeheuerlichkeit könnte sich tatsächlich hier zugetragen haben, dass dieser arme Junge in seinem eigenen Haus ermordet wurde? Unfassbar. Gut. Was Daniel! Niemand antwortet. Ich gehe mal rüber zum Fenster und gucke tatsächlich einmal raus. Ist es inzwischen immer noch durch? Du hast doch gesagt, es gibt da eine Öffnung. Also eine Tür gibt es da. Eine Tür. Ich bin auch immer so ein Stinkstiefel zu Budi. Er stellt eine völlig normale Frage. Der Raum nicht. Ah, okay, Entschuldigung, habe ich das falsch. Also ihr könnt natürlich rüber ins Büro gehen, das hat ein Fenster. Hm. Ja, aber diese Tür, lassen Sie uns die doch öffnen. Im Geheimraum. Geheimraum gibt es eine Tür nach außen. Ja. Öffnen Sie. Ja, ich prüfe, ob ich sie öffnen kann. Von innen ist ein Riegel davor, aber dann kannst du die Tür öffnen, ja. Dann öffne ich die Tür. Ich schieb den Riegel weg und öffne die Tür vorsichtig. Es dringt Nebel herein, hoffe ich. Na? Ja, schon wieder umgefallen. Wie kann denn das? Ist auch so geil, die ist schon wieder umgefallen, die Nebelmaschine. Und schon wieder grill ich den Fußboden damit. Sein! Warum stellst du es denn nicht einfach auf den Boden? Ja, kann ich nicht. So, jetzt kann ich es. Es geht wegen der irgendwas ist da. Das Kabel reicht nicht oder so. Und deswegen kann die nicht einfach auf den Boden, sondern muss auf so Büchern irgendwie stehen. Dann fällt die immer runter. Kommt ja, Nebel. Alles Gute. Haha, da kommt er.
Apropos Riegel, Herr Tesserot. Tesserak. Herr Tesserak, apropos Riegel. Sehr gerne. Bitteschön. Dankeschön. Noch jemand ein Riegel. So, was tut ihr also nun? Doch, ich nehme an. Apropos Kinderriegel. Danke. Das passt doppelt. Ja. Was tut ihr also? Ich blicke hinaus aus der Tür. Gut, du siehst nichts, es ist dunkel immer noch, es ist mitten in der Nacht. Dann halte ich den Kerzenlichter und schaue sozusagen, ob ich irgendetwas erkennen kann. Ja, also so hell ist er halt nicht. Du stehst im Innenhof des Gebäudes. Hm. Also so wie auf der Karte hier. Ja. Okay. Hat man Zugang? Also du siehst das offenstehende Fenster, das ihr offen gelassen habt am Westflügel, okay. Aber ansonsten... Okay, ja, dann... Lords, hier draußen ist nichts. Noch ein bisschen Blut von Lord Mon. Also, was? Das ist exakt der Ort, wo du erschossen wurdest. Na, er wurde ja im Innenraum erschossen. Wir befinden uns hier im Innenhof. Hat dieser Innenhof Zugang oder ist er verschlossen? Nee, der ist so wie hier, der ist offen. Der ist offen. Lords, ich möchte einmal versuchen, an der Hauswand, an dem Innenhof vorbeizugehen, um zu sehen, ob ich Zugang zu anderen Gemächern kriege. Also an der Wand entlang gehen? Ich gehe raus an der Wand entlang. Ich meine, jetzt sehe ich ja die Karte, aber trotzdem, ich gucke sozusagen rechts an der Wand entlang, ob ich da irgendwas erkennen kann. Ja, du, also willst du gucken oder gehen? Ich gehe tatsächlich an dieser Wand. Ich glaube, hier habe ich auch den Nebel vor allem reingeschrieben, weil ich halt hier einfach wollte, dass sie sich darauf fokussieren, im Haus zu bleiben. Dass das Haus jetzt wichtig ist. Vorbei, ein bisschen vorsichtig, aber... Okay, du kommst an den Fenstern vorbei und das Licht deines Kerzenleuchters spiegelt sich so in den Fenstern immer wieder. Du siehst aber keine weitere Tür oder ähnliches. Fenster halt, an denen kommst du vorbei. Bis du ans Ende des Gebäudes kommst, wo der Boden... Offensichtlich haben sie keine Ahnung, was sie machen sollen. Das sollen sie auch noch nicht wissen, ne? Aufgewühlt ist, aber ansonsten siehst du gar nichts. Das heißt, ich sehe die Leiche von Sophie jetzt auch. Nein. Was sehr wichtig ist. Da ist keine Leiche. Meine Herren, ich könnte schwören, an dieser Stelle hat die Leiche des armen Hausmädchens gelegen. So ist der Nebel übrigens geil, wie er jetzt gerade wabert. So sollte Nebel sein, wenn man eine Nebelmaschine drückt, dass der einfach so langsam reinwabert. Das wäre geil. An dieser Stelle hat die... Trockeneisnebel kann so sein, aber auch nicht so easy. Leiche des armen Hausmädchens gelegen. Sie ist nunmehr verschwunden. Wer würde denn eine Leiche klauen? Vielleicht derselbe, der sie getötet hat. Oder ein gewöhnlicher Leichendieb. Oder Graf Mon. Also ich habe bisher noch gar nichts gesehen. Ich höre von Geistern, ich höre von mysteriösen, theoretischen Opferungen, von denen ich ebenfalls nichts gesehen habe. Sie erzählen mir was von Leichen, die hier dann nicht mehr erscheinen. Was wollen Sie mir eigentlich erzählen hier? Ist ein fairer Punkt. Er hat halt, der hat den Geist nicht gesehen und so. Für ihn ist das alles immer noch ein bisschen schwierig. Es ist halt legitim, dass sein Charakter sagt, was ist das alles für ein Bullshit? Nein. Ich frage, ist dies ein dummer Witz, um vielleicht an mein Erbe zu kommen? Nein, die Wahrheit ist, sie sind gestorben. Sie sind gerade... Oh, dies ist das... Ich habe es immer befürchtet. Sie sind im Fegefeuer. Sie das kann nicht sein. Für den Rest ihres Lebens durch diesen Garten laufen. Kleiner Chirurgenscherz. Es geht Ihnen gut mit Graf Mon. Ich nehme meine Faust hoch und regle für diesen Schreck muss ich mir 5 Lebenspunkte abziehen. Okay. Mein Erz. Ja. Sieht man... Blutspuren da, wo Nils sagt, lag, dass die Leiche lag? Ja. Ich glaube, hier muss es gewesen sein, Lord Grey, denn hier sind noch Blutspuren Sie und das Gras ist blattgetreten. Eine scharfe Beobachtungsgabe. Genau an dieser Stelle lag das arme Ding. Kann irgendjemand von Ihnen über die archaische Fähigkeit des Spurenlesens verfügen und uns sagen, in welche Richtung die Überbleibsel des jungen Dicks verschleppt worden sind. Nun, wer immer eine Leiche verschleppt haben muss, es muss ja sehr viel Gewicht gehabt haben. Vielleicht können wir das anhand des plattgetretenen Grases nachvollziehen. Alles wird anders dieses Mal, Etienne Gade. Hat Etienne dann eigentlich gewonnen, das Mal, wo er gebrüllt hat, alles wird anders dieses Mal bei Beef? Ich hoffe ja. Ich hoffe, die Antwort ist ja. Ich glaube ja. Wir müssen am besten, dass jemand weiß. Wisst ihr das noch? Ich hoffe richtig doll, dass er dann auch gewonnen hat. Ja, hat er. Okay, sehr gut. Weil sonst wäre das richtig traurig. Alles wird anders dieses Mal! Und dann verliert er. Aber sehr gut, dass er da gewonnen hat.
Kann jemand von euch Spuren lesen? Ich habe Auffassungsgabe 40. Das müsste passen. Aber auf plattgetretenes Gras kann man doch auch ohne Spuren lesen. Ja, das habe ich euch schon gesagt. Das ist Glas plattgetreten. Aber du möchtest was Spezifisches wissen über die Person, die das Gras plattgetreten hat. Die Richtung. Das ist Wissen, das einfach unsinnig. Können wir die Richtung zumindest bestimmen? Ja, ihr seht das zumindest irgendwie so in Richtung des Gartens. Also quasi hier in diese Richtung. Meine Herren, was bewegt zu haben, es scheint mir, dass dieses Gras uns verrät, dass die Leiche in Richtung des Gartens geschleppt worden sei. Wie können Sie da so sicher sein? Sind Sie Spurenleser? Nein, ich... Das sind solche Arschlöcher, die Jungs. Jedes Mal, wenn sie irgendwas nicht dürfen, gibt es einen Seitenhieb. Sind Sie Spurenleser? Vor allem, ich glaube, Budi hat wirklich Spuren lesen. Ich sehe plattgetretenes Gras. Und als jemand, der über viele Hektar feinst gepflegten Rasen verfügt, sehe ich sofort, wenn hier etwas nicht stimmt. Nein, also ich möchte dazu eines sagen, Lord Henry. Ihr Besitz in allen Ehren. Ich muss sagen, immer wenn Graf Mon was sagt, freue ich mich schon, weil man nie weiß, was der von sich gibt. Es hat jeder sein, der sagt, ich möchte Ihnen mal was sagen. Kommt so absolut geiler Bullshit. Aber auch ich besitze Rasen. Und würde ich das sehen, was ich hier sehe, würde ich doch nicht hinterherlaufen. Sie laufen doch einem Mörder nicht direkt in sein Messer. Wenn jemand eine Pistole zieht, dann ziehen sie doch auch nicht ihre und riskieren damit irgendwas. Was halt, genau, was ich meinte. Noch einen Seitenhieb hinterher. Irgendwas Normales sagen und dann, oh, und oh, übrigens richtig unfair, dass ich nur weil ich meine Pistole gezogen habe. Wissen Sie, der Lord, den ich kannte, der war vor einer halben Stunde noch wesentlich wagemutiger. Ja. Es scheint mir, dieser kleine Bauchschuss, der hat ihn auch ihren letzten Wagemut geraubt. Dieser kleine Bauchschuss auch. Es ist einiges passiert in den letzten 30 Minuten, das kann ich Ihnen bestätigen. Außerdem war es ein Durchschuss. In diesem Moment gebe ich das übrigens... Das war ja ein durchschlagender Erfolg. Ja, ja. Sie haben ja nicht des Doktors Initialen in Ihren alten Bauch hineingeritzt bekommen. Das kann sich ja doch ändern. Was tust du? Ich gebe dem Grafen seinen Revolver zurück. Oh, das aber... Das ist eine sehr gute Idee. Damit fühle ich mich gleich deutlich... Das ist wirklich eine gute Idee, ne? Weil er kann ja gut schießen. Mutiger. Nachdem er sich das okay, letzte Mal fast... Was genau tut ihr, nur weil, tut ihr irgendwas... Hätte ich belohnen sollen, glaube ich. Weil es gutes Gruppenspiel, dass er ihm den zurückgibt. Hätte ich ruhig belohnen sollen und sagen, hey, keine Ahnung, 5 Lebenspunkte zurück oder 10 geistige Gesundheit oder so. Oder unterhaltet ihr euch ich nur? Ich lade meinen Revolver neu. Okay. Ich fühle mich direkt sicherer. Ich nehme meinen Revolver und ich verfolge jetzt diese plattgedrückten Spuren in Richtung des Gartens in der Hoffnung, dass meine lieben Freunde sich mir anschließen wollen. Gut. Vielen Dank, werte Winston. Das weiß ich sehr wohl zu schätzen. Ja, ja. Sicherlich. Was tut ihr? Ja, ja. Ich... Ja, sicherlich. Okay, du kommst um die Hausecke. Ihr steht vor der Seite des Hauses hier, wo auch das zerbrochene Fenster ist. Vor dem ist die Erde auf jeden Fall zerwühlt, aber nicht jetzt gerade erst, sondern schon seit einer Weile. Habt den Blick auf den Garten und seht im Nebel wieder die Gestalt eines Kindes, die vor euch davonzulaufen scheint. Ist der nächste Teil geplant mit Jungs? Ja, am 30. und 31. August und dann gibt es am 6. noch sogar eine Bonusrunde. Aber schon eine klare Laufbewegung. Und was das Kind dann tut, das erfahren wir nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Und hier machen wir auch Pause für heute.